Moin Moin ihr Aslaken, was geht? Michi wieder am Start. Wisst ihr, was ich mal gedacht habe? Eigentlich sollten wir mal etwas machen, was wir im Trinity Soccer bisher noch nie gemacht haben. Und dann ist mir so die Idee gekommen, wie wär's, wenn du nicht einfach mal eine Eigentor-Challenge machst? An sich ist die Idee gar nicht so blöd. Aber wie wollen wir das Ganze umsetzen? Ich habe hier mal meinen super, super, super Mentor, der euch das jetzt mal erklären wird. Hallo, ich bin's, der Papa von Michi. Moin. Und wir haben gerade ausgemacht, jetzt wird's los, dass Eigentor-Challenge mit Torwart-Ballbesitz und der Ball muss vom Torwart über die Mittellinie kommen und dann gilt erst die Eigentor-Challenge. Das heißt, spielt der Torwart von Michi den Ball beim Abstoß meinetwegen über die Mittellinie, dann ist es in meinen Händen ein geniales Eigentor zu schießen. Und umgekehrt genauso. Ja, Leute, das wird so lustig. Ich glaube, wir werden gleich echt mega abkacken. Wenn der Ball erstmal über die Mittellinie kommt. Wenn der Ball nicht vorher abprallt. Ich habe mir dazu heute mal gedacht, wir verändern mal ein bisschen die Aufstellung. Ihr seht schon, bei meinem Papa steht seine Wenigkeit im Tor. Er hat seinen Spieler selber erstellt. Und bei mir steht niemand geringer als im Tor, ist der Kapitän des Teams, Lionel Messi. Und ihr seht, meine Internetleitung ist gerade absolut am Rumspacken. Wir haben vorhin gespielt. Ey, ich schwöre, mein Spiel ist abgestürzt, der andauernd. Egal, er hat jetzt jedenfalls mal ein Spiel erstellt, ihr habt es gerade gesehen und jetzt wollen wir mal gucken, ob es stabil läuft, ne? Ich muss aber noch dazu sagen, dass mein Torwart linker Mittelfeldspieler ist und er hat eine Torwartausbildung. Dem habe ich mal eine Torwartausbildung spendiert. Dem seine Spieler sind sowieso alle auf 100%, naja, fast alle. Der niedrigste liegt bei 93 und das ist der Perisic. Ja, aber Leute, wisst ihr was geil ist? Ich bin im Story-Modus jetzt auch so weit, dass ich nach jedem Spiel ein bisschen mehr Geld verdiene und da werde ich dann auf jeden Fall auch mal meine Spieler umtunen, ne? Nicht lang labern, auf geht's. Hatte. Döner weglegen, jetzt geht's los. Wir spielen mit den beiden Ivans und jetzt hoffen wir mal, dass das Spiel nicht abstürzt, weil sonst kriege ich nämlich echt einen Kotzen und deinstalliert mich nicht Soccer. Nein, mach ich nicht. Erstmal unter diesen Eigentor-Challenge, wenn der Ball über der Mittellinie des gegnerischen Teams ist, müssen schöne Eigentore fallen, nicht einfach irgendwelche nur nach 15 Treffer. Und was machen wir, wenn der Ball nicht ins Tor geht? Was machen wir dann? Ja, dann gibt's Abstoß vom Torwart. Ich habe eine bessere Idee. Pro verkackter Ball 10 Liegestütze. Oder machen wir 5? Das kann ich mit meiner Schulter nicht machen. Ja, okay. Sagen wir, ich muss 5 Liegestütze machen, wenn der Ball verkackt ist. Ja, gibt schon mal einen Wurf. Also Leute, wenn ich das Eigentor nicht schaffe, muss ich 5 Liegestütze machen. Natürlich werde ich dann meine Kamera anmachen, meine Facecam. Sonst seht ihr das ja nicht. Und wenn die Spieler ein regelkonformes Tor schießen, ich glaube, das ist übrigens gar nicht meine Richtung, oder? Das ist einfach mal nicht meine... Hä? Oh. War das jetzt die richtige? Hä? Ach so, ich bin ja Ding, ich bin ja weiß. Mein Gott, ich habe gerade eine Torschuss hergeschenkt. Ich glaube, ich verreck. Toll. Nein. Glückwunsch. Und das war das falsche Tor. Ja. Scheiße. Oh, weißt du, er sagt zu mir Eigentor-Challenge. Ich erstmal, ja, mach ich. Nein, er trifft erstmal mein Tor. Zur Strafe spiele ich dir jetzt den Ball zu und du musst vom Anschluss zu deinem Tor rennen und ein Eigentor machen. Also, let's go.
Und wie er das gemacht hat, ne? Soll das ein Witz sein? Ne, das wiederholen wir. Also, du weißt schon, dass das Tor da steht und nicht da. Schenke ich dir. Der macht einfach mal eine Ecke. Ich mach jetzt gar nichts. Macht jetzt einfach mal eine Ecke. Ich hab meine Hände oben, ich mach gar nichts. Er hat seine Hände oben, Leute. Dann machen wir zwar Folgendes. Wir laufen einfach mal ins Mittelfeld rein. So, jetzt steht's wieder ausgleich. Es waren keine Eigentore, okay, aber wir mussten ja quasi so den Jingle herstellen. Gleichstand wieder herstellen. Weil ich hab da vorhin auch nicht aufgepasst gehabt, in welche Richtung das eigentlich geht. Oh Mann, ey. Ich glaube, das Video wird zu beknackt, ne? 27. Minute, wir sollten uns jetzt mal langsam schicken. Oh, lasst uns einfach mal vom Anstoß aus Eigentore schießen. Hä, ist das die richtige Richtung? Wieso laufen denn die Spieler nach hinten? Okay, warte. Wie macht man das, wenn einem langweilig... Ja, okay. Ich wollte das nicht so machen. Ich glaube, danach muss Leo ins Gefängnis wegen Steuerhinterziehung, weil er kein Geld mehr kriegt. Boah, das war ja mal so beknackt. Ja, genau so läuft es. Lass das jetzt einfach mal die ganze Zeit machen. Lass mal vom An. Du hast... Ach so, warte, wenn ich ja immer Eigentore schieße, hab ja eigentlich immer ich Anstoß, gell? Ja. Wow, es geht ja schon los. Ich mach gar nichts. Ich hab meine Hände in der Hosentasche. Lol. Bruder, was war das? Ich glaube, das wird das dummste Dream League Soccer Video, was wir überhaupt hier gemacht haben. Eigentlich müssten wir das mal so richtig klitschen und buggen und... Keine Ahnung. Okay, warte. Wir machen jetzt mal ein auf Time geplantes Foul. So macht man das. Spieler müde, Spieler schlafen. Mal schauen, wenn der Schiri was sagt. So, Halbzeit und jetzt sollten wir... Ja, egal, wir wechseln gar nicht groß. Komm. Nee, brauchen wir nicht. Wir machen einfach weiter. Wisst ihr, was ich jetzt mal vorhab? Wisst ihr? Spieler, ich sag's dir. Was kann man denn am schönsten im Dream League Soccer sonst noch so? Ja, man versucht's einfach. Leute, nein, also. Ihr wisst, was ich gesagt habe, oder? Facecam. Ist groß. Also. Sieht man's? Nein, man sieht's natürlich nicht. Ey, yo, halt mal die Kamera. Halt mal die Kamera. Einfach so. Ihr seht jetzt mal mich beim Rumkribbeln, wenn ich Liegestütze mache. Zeig auf den Boden. Boden. Ich hoffe, man sieht's. Ja, man sieht's. Also, 5. Oh Gott. 2, 3, 4, 5. Ah, kommt ja nicht auf die Idee, Lusche in die Kommentare zu schreiben. Ich sag's euch. Das ist so anstrengend. Kamera aus. Ich mach gar nichts. Du bist im Ballbesitz. Ey, ich schwör, wir sind alleine. Wir sollten mal so ein Video machen, 20 Minuten lang bloß rumstehen. Okay, neuer Versuch. Ja, Messi, das kommt aus deiner Seite. Ja. Warte, wo ist der Anstoß? Hier. Sind wir noch? Ein bisschen, ne? Ich sagte ein bisschen, keine 5 B. Ich soll vielleicht mal was machen, oder? Egal, ist Anstoß. Nein, egal. Geht der rein, Leute? Der Fernschlüssel läuft. Stoppt jetzt mal das Video und schreibt Hashtag Tor oder Hashtag kein Tor. Okay. Ich sag, der geht rein. Naja, oder auch nicht.
Du bist im Ballbesitz. Lauf hinter. Lass mir viel Zeit, Mann. Ich mach nichts. Leute, ich habe meine Hände nicht am Steuer, ihr seht's. Du weißt schon, dass du in die Richtung laufen musst. Ja, so viel zum Eigentor. Leute, das war mal eine krasse Eigentor-Challenge. Irgendwie dumm. Blondine beim Joggen. Oh, ich habe die Liegestütze vergessen. Leute, statt der Liegestützen werde ich mir jetzt einfach mal klatschen. Warte. Okay. Ich klatsche mir jetzt mal im Verlauf der Kamera rein. Ne? So. Als Ersatz für die Liege. Da habt ihr übrigens unsere Lampe gesehen. Lampe, was sagst du zum Spiel? Scheiße. Ja, okay, glaube ich dir. Also 2-1 nach einer Eigentor-Challenge geht schon klar, oder? Und dieses fucking Video hat einfach mal 11 Minuten. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video wieder rein und lasst doch mal ein Like da, wenn ihr öfter so Bullshit-Videos einfach sehen wollt. Wo wir auch mal 90 Minuten lang rumstehen. Ich weiß, das ist langweilig, aber man kann es mal machen. Peace.